Hey, 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 jetzt willkommen bei Battlefield 1 und Henne ist am Rauchen. Ja, vor allem jetzt, wo wir die epische Runde gespielt haben, weißt ja, du, was, hey. Die wir nicht aufgenommen haben. Wir haben voll die epische Runde gerade gespielt und auf den letzten Punkt haben wir den Sieg geholt. Echt, unser Squad hat alles gekehrt, weil die Leute echt langsam auf dem Befehl gehört haben. Und jetzt, ich habe vergessen aufnehmen zu drücken. Beste Squad, die ganzen Squad-Mitglieder waren unter den besten 5, so wie das sein muss. Und der vergisst eine Aufnahme. Oder besten 7 und der vergisst eine Aufnahme. Geil. Wow. Nein! Erste Flak eingenommen. Tot. Die Runde fängt hier schon mal gut an. Ey da, der King ist schon bei F. Aber das muss ich ihm belohnen. Verteidig das Ziel! In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützenkit. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Macht doch die Tür zu. Geht ja mal gar nicht. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Sag mal, zu geh rüber schwimmen. Kriegen wir, glaube ich, gleich Besuch von einem Auto. Nein, das Auto war von uns. Weggebrutzelt. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Ich hab mal keine Defensive reingehauen. Ja, ich geh mit meinem Flammenwerfer Richtung C. Okay, ich hab mal so weggebrutzelt krieg. Ich hab mal so einen kleinen Angriff rausgehauen. Echt jetzt? Trefft die ganze Zeit Feinde und ich hitze sie nur an mit dem Luftdetonation. Seht ihr das? Ein feindlicher Panzer! Kannst du gegen einen Panzer was anstellen? Das ist ein Panzer! Nicht wirklich. Okay. Ich versuch's mal. Ich push mal B. Nein! Ich hab einen neben mir. Achso. Oh, ich hab grad ein kleines Problem. Wow. Ich hab grad ein Riesenproblem. Ja, ich auch. Raus. Weißt du, es gibt 4 Seiten an dem Panzer dran, ne? Und auf welche laufe ich wirklich? Oder beziehungsweise ich springe über den Felsen und vor welcher Seite stehe ich? Die genau mit der Kanone. An der Front. Ich springe über den Felsen, bumm, tot. Ja, toll. Nein! Boah, ich verliere nie. Hey, ich habe ja heute für meinen Onkel Lampen montiert. Im Altersheim mit der neuen Lampe.
voll schöne Lampen von Ikea. Sie waren Kunststoff und dann musste man die einfach mit Gummizügen zusammen machen. Hm, ich weiß, ich habe auch vier Lampen von Ikea. Ja, aber allerdings, was mich bisschen angeht. Ja, ich weiß, aber meine waren auch halt ohne großartig bohren, nichts, gar nichts, einfach bloß anhängen und fertig. Aha, nee, du musst doch schon in die Decke lassen. Also standardmäßig zum die Lampe montieren. Ja, das bei mir gar nicht, musst du nicht mal bohren, nichts, gar nicht, kannst du einfach anhängen. Gut, ich hätte bohren müssen, wenn ich diese Stahlhaken noch extra in der Wand oder in der Decke machen hätte müssen, aber ja, die eben waren bei mir schon da. Ich hatte ja die nicht. War ja komplett der Neubau. Das ist das Einzige, was ich bei Ikea richtig, richtig scheiße finde, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass du halt alles einzeln kaufen musst. Also ich hatte quasi, hab mir so Lampenschirme gekauft gehabt und hab die hier zu Hause ausgepackt und hab die halt angehängt und also wollte die anhängen und hab mich so gefragt, wo denn jetzt die Aufhängung von den Dingern ist. Ah, du hast es aufgefallen, gekauft. Dass du Aufhängungen und dass du die Aufhängung quasi separat noch kaufen musst. Du hast den Schirm, also den Ballon gekauft. Nein, nicht den Ballon, sondern ich schicke dir daher Fotos. Okay. Weil einfach so eine Lampenschirme. Ja, weil ich hatte eben alles dabei, so eine Kartonschachtel. Nee, ich hatte auch einen Karton. Ja, das ist ja klar, die hatte ich gekauft gehabt. Das war mir ja klar, dass da keine Glühbirnen drin sind, aber dass selbst die komplette Aufhängung da nicht drin ist, da kam ich ein bisschen verarscht vor, als ich das Ding ausgepackt habe. Ich habe jetzt so mit Kunststoff so Dinger gehabt, wo ich sechs, glaub, so Elemente hatte und die muss ich nachher mit Gummizügen immer wieder an vier Orten zusammen machen. Aber ja, sieht voll cool aus, also sehr zu empfehlen. Kostet 29 Franken bei uns Schweizer Ikea. Gibt's einmal in kleinen Daumen und im großen, die große kostet 10 Euro mehr. Ich will jetzt keine Werbung machen. Wie gesagt, ich kam mir da echt verarscht vor, musste ich extra nochmal hinfahren. Weil wollte ich im Baumarkt fahren, beziehungsweise bin ich im Baumarkt gefahren und wollte mir einfach bei uns nennt man das Polenlicht. Einfach so eine Aufhängung mit so einer Glühbirnenfassung quasi holen. Gab es aber bei uns im Baumarkt nicht, musste ich extra nochmal bei uns in Ikea rausfahren und die Scheiße holen. Voll nervig. Ja, also ich fand es einfach cool. Also so, war voll easy, war auch viel einfacher der Schluss, weil da wo man nachher den Haken dran macht, hat ja Ikea immer so die weiße komische Klammer mit dem Kabel dran. Ja. Und die war jetzt so kombiniert, dass man das unten mit etwas verschrauben kann, wo das Kabel auch gleich noch stützt. Und so drückst du das Ding eigentlich noch hoch und das fand ich voll cool, das habe ich bei meinen Lampen mit. Ja, also das Montieren von den Ikea-Lampen ist mega easy, also das ist nicht das Problem, aber diese Kette mit der Aufhängung hat mega angekotzt, dass ich nochmal extra hinfahren musste. Ja, aber ich muss halt sagen, für den Preis. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Ja. Ich finde diese Dingsregale halt mega cool. Ich habe mir davon jetzt auch ein paar geholt. Diese. Ich hab schon wieder vergessen, wie die heißen. Meine Freundin schwärmt auch übel von den Dingern, diese. Die mit den viereckigen Kästchen drin. Ah, oh, weißt du, was ich meine? Ja, da die Büchergestelle. Davon habe ich mir jetzt ein paar geholt. Die sind mega praktisch. Voll easy und voll schnell zum Zusammenbauen. Ja, und was ich. Und sehen einfach finde, ziemlich cool aus. Mit der Größe kann man sie auch voll übel kombinieren. Ja. Kannst du einen Vierer nehmen oder einen Fünfer oder einen Zweier und dann eben dran einen Vierer oder einfach einen Dreier. Ja, so, das habe ich auch gemacht. Ich habe einen 4x5er bei mir. Ich habe immer eins bei mir im Wohnzimmer. Einmal ein Zweier und ein Einser zu stehen, wo mein Modem und mein Telefon quasi draufsteht, so als Wohnzimmerablagefläche.
hinten im Schlafzimmer habe ich einen 8er und 6er und einen 3er so als für Pippis Spielzeug und Klamotten und so. Ja, nehmen auch so und dann, okay, aber die Dinger sind schon teuer bei IKEA. Die Einlagen, die man kriegt. Was habe ich? Achso, du meinst diese Boxen? Ja. Die Regale sind günstig, aber die Boxen sind teuer. Vor allem, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen. Kennst du diese, es gibt ja diese Ember-Born-Türen davon, dass du halt auch gleich noch Türen quasi dran machen kannst an diese Kisten. Ja. Also an diese Fächer, dass du nicht nur so eine Boxen reinmachen kannst, sondern Türen. Hast du so ein Ding mal in der Hand? Ja. Wie so eine Tür aufgebaut ist? Ja. Voll eklig. Ja. Links, rechts und hinten einfach ein bisschen Presspappe, weißt du, und vorne die Tür dran. Das hat ewig gedauert, bis ich kapiert habe, wie ich die Dinger einbaue. Bin ja so echt nicht auf den Kopf gefallen, was Handwerk angeht. Ich bin ja gelernter vom Bau. Aber die Dinger, da habe ich mich echt blöd dabei angestellt. Hast du einen Mörser am Start, Salu? Ja, aber LT. Scheißegal. Ah, so, viel zu spät. Wie wir hier aushalten bei E und F. Ja. Kriegen uns hier gerade echt nicht weggeekelt. Rechts. Ja, weiß. Ich. Nur noch 9 Kills mit der scheiß Bar. Bunker-Eingang. Ja. Ach! Durch was haben wir mich jetzt gekillt? Mich selbst gekillt? Wow. Soll bei F nicht aufstehen, hey. Schick dir eine Granate! Nein! Ich wurde von der Gasgranate gekillt. Aber ordentlich ausgehalten noch. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Egal, das war's wert. Gehen wir B hoch. Erobert das Ziel! Fangen wir nochmal von vorne an. Oh, warum auch nicht? What the fuck? Nein, ich hab doppelt die Waffe gewechselt, weil die erste Waffenwechselanimation zu lange gedauert hat und ich dachte. Hey, ich hatte gerade den Controller disconnected. Aber er ging gerade wieder an. Drei. Ist gut. Komm schon. Hey, ne? Ja, weißt du? Ja, ich dachte gerade, der Controller disconnected und mein Controller ganz gefickt. Achso. Ah, scheiße, ich wurde gemessert. Wie überlebst du da so lange, verdammt nochmal? Ich werde jetzt Ahnung. Und jetzt ekliger. Oh. Nein, jetzt hat er mich.
liebe die Wahrheit, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Ja, hab mir aber ein bisschen zu wenig Kugeln drin. Gehen wir gleich C oder willst du Festung stürmen? Festung stürmen. Okay. Ich bin dabei. Wir müssen das Ziel erobern! Ich finde Festungsstürme macht mir Spaß. Ja. Granate ist raus, aufpassen! Flammenwerfer-Typ wurde gerade gekillt. Ja, mit dem Bayonettangriff. Oben in den Türmen drin. Ja. Links und rechts. Ah. Aber ein. Ich versuch mal hochzugehen. Drei, zwei, ich spawn jetzt gleich bei dir. Okay. Oh, der Vorsicht jetzt! Wir haben Einsatzziel Frieden. Der kann mich mal. Der hat voll die Arschkarte eben. Da kann man nicht in Deckung gehen. Dann muss ich auch gedacht haben, was die zwei Granaten wieder rüberfliegen, dass die Leute wieder draufballern und das soll so, oh boah geil, wie hab ich das überlebt und dann kommt dann wieder so, bim. So, scheiß auf alles, der Mörser macht alles. Der Mörser regelt. Ich finde den Mörser aber in Battlefield 1 mit HE finde ich ihn eigentlich echt was Starkes. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei Battlefield 4 und 3 irgendwie nie wirklich was mit von dem Mörser gehalten. Ich habe nie wirklich gespielt, weil man zu schwach und zu doof war. Aber hier bei Battlefield 1 spiele ich ihn zwischendurch immer mal ganz gerne. Okay, der Sunny geht wieder am gleichen Ort hoch. Bei Battlefield 4 war der Mörser schon geil. Aber er war halt nichts, wo du kannst ihn positionieren, kannst wegrennen und dann kannst du digital den Mörser spielen. Und irgendwie. Ja. Ja, es war schon cool. Aber irgendwie auch so. Hier musst du echt noch in den Mörser rein. Oh, von hinten. Scharfschützen aus Richtung G. Ich hab doch vorhin eingeschränkt. Braucht jemand Munition? Vorsicht, Jungs, ich werf eine Granate! Ich brauch nur bloß noch einen Kill mit der Bar. Nee. Nein, ich bin in den Tod gestürzt. Ich hab gehofft, dass ich den Fallschirm ziehen kann aus der Höhe. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ich hoffe, dass sie das wieder reinbringen bei Battlefield 5, dass du den Fallschirm wieder besser und schneller ziehen kannst als muss ja jetzt nicht so übertrieben sein wie bei Battlefield 4, dass du echt von der Bordsteinkante fällst und den ziehen kannst, aber. Okay. Also ein bisschen schneller wäre schon schön. Du kannst echt scheißegal in welcher Situation. Das Fallschirm kann gezogen werden. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Unser Dreadnought ist eingetroffen. Ich glaube, vor die hinter mir stehen die. Granate raus! Stehen oben auf dem Turm drauf. Wir haben Einsatzziel David erobert. Yes. Okay, alle paar Kills erledigt. Kann ich euch die Waffen überwitzen? Was? Ich muss noch 20.
ich habe jetzt Spiel 36-8 zettelt. Besser was Kills angeht, ja. Ja, ich spiel 20, aber. Ja, ich weiß, du warst schon immer der Punkt der Kill geil und nicht der Punkt der geil. Ja. Panzer! Panzer. Müsste mal noch ein bisschen herkommen, sonst kann ich meine Affmine da nicht runterschmeißen. Sonnen. Die wollten uns gerade hintergehen, hey. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Erobert das Ziel dort. Ich hab noch ganze 11 TP, ja. Scheiße, das war's. Toad! Aber unser Team kriegt auch nicht so wirklich was auf die Ketten. Also wenn ich mir überlege, dass ich mit 38,9 11.300 Teamführer bin und der im Gegnerteam mit 21.000, wie auch immer der schon wieder so viele Punkte geiern kann. Jocke weiß halt auch nicht, wie er unterstützt wird. Hier, frische Munition! Flammenwerfer, ich hab den Flammenwerfer gekillt. Nein, oben im Turm bei meiner Meiche liegt einer. Mit einer Kommt nochmal ein Artilleriepanzer bei F gleich. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Was oben bei dir im Turm? Ach, da drüben. Aufpassen, der Artipanzer kommt gleich. Ich höre ihn schon. Da ist er. Ja, genau, wie ich hab den nicht gekillt. Wie viele Kills muss ich noch machen mit meinem Luftdetonator? Ach, keiner mehr. Ja, voll easy. Nein, fuck, das habe ich gekriegt. Was ist das? Kann ich mal Waffen wechseln? Ich muss die Wahl gar nicht mehr spielen. So, muss ich mal so spielen. Luftdetonation ist mal so. War M1918 Graben, muss ich mal spielen. Wie viel soll ich mit der machen? Nein. 25 Kills, easy. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Die Grabenversion von der Base ist echt scheiße. Ja. Die verreist übel. Hey, schon jetzt mein Kasten nachgefüllt. Ach, für die, die es wundern, bevor wir angefangen haben, Battlefield, habe ich nachgeschaut und ich habe 6 Service da mit der Gasgranate. Also ich habe schon über 600 Kills. Müssen sie uns aufsprengen. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Hier, frische Munition. Also kommen wir aber auch bloß vorne raus. Ist auch nicht so. Okay, weißt du, wir können sie ja immer noch aufmachen. Braucht jemand Munition? Batterien, das kommt bloß wieder. Nein! Schon. Hinter uns spawnen die schon. Na, scheiße.
Wollen wir bei D mithelfen? Nee, wir gehen F-Stürmer. Ja. Ja, okay. Ja, ich würde jetzt einfach von D Richtung, obwohl. Ich sehe da gespawnt. Entschuldigung, ich sehe gleich zu Ende die Runde. Haltet dieses Ziel! Schade. Was für Munition! Wirklich muss ich zugeben, unser Team war da einfach schlecht. Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Sollen wir so die Punkte anziehen? Ja, ist echt okay. So. 19.000 und 24.000 der Gegner. Das ist übel. Echt evil. Hey, schau mal, wir sind unter den 5 besten Squads, wir sind 30 aus unserem Team. Heißt du voll deprimierend. Sturmsoldat 10, Sony 12. Versorger 49, Sniper 4, Pilot 3, Panzerfahrer 1, Reiter 0. Man merkt, okay, was ich spiele. Wieder beste Aufmunitionierung. Du klaust mir schon den Job. Vielleicht ein bisschen. Aber jetzt in der Runde spiele ich eh wieder Sniper. Weil Sinai spiele ich definitiv kein Versorger. Dann sondern. Sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.